So, und hier sind wir nun bei der nächsten Station. Willkommen im Sea Life. Wow, cool. Ich wollte schon immer mal zu sowas gehen. Ich war noch nie bei sowas. Tja, perfekt. Einmal für zwei. Das ist einfach so romantisch und wirklich, das ist einfach das perfekte Date. Ich meine, der gestrige Abend war schon so schön und jetzt auch noch und es ist einfach wirklich perfekt. Ach ja, und wann hast du eigentlich das gedacht mit dem Zusammenziehen? Also ich meine, das dauert ja schon noch ein paar Monate oder so, oder? Also, ich kann theoretisch jederzeit kommen. Ist das nicht super? Oh, jederzeit schon? Okay. Also, ich meine, theoretisch könnte ich ja mit dir schon Montag zurückfliegen. Was meinst du denn? Am Montag direkt zurückfliegen mit mir und dann direkt bei mir wohnen. Also ab Montag theoretisch? Ja, ich meine, das wird gehen. Warum nicht? Oder etwa nicht? Ja, das wäre vielleicht eine gute Idee. Also ich meine, oder vielleicht warten wir noch ein bisschen. Also ich muss mich hier eigentlich noch erst organisieren zu Hause und vielleicht mit meiner Familie sprechen. Also obwohl, ja, doch, das ist okay. Oh, ich stehe mal lieber auf. Oh, total vergessen. Heute ist ja der Tag. Also ich meine, der Tag, an dem wir halt wieder zurückfliegen. Also und nicht nur ich, sondern wir. Weil, naja, Torben kommt ja mit heute. Also ich freue mich total. Aber er zieht halt jetzt zu mir. Aber ich meine, was wird aus der Wohnung und so und aus seinem Job? Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber naja, das ist wirklich schon echt total süß von ihm. Und ich bin irgendwie schon echt aufgeregt. Wie soll das denn laufen? Ich meine, ich muss ja noch zur Schule und ich muss mich wirklich auf meine Noten konzentrieren, weil ich habe keine Lust auf einen schlechten Abschluss. Und naja, wie auch immer. Und meine Freunde und wie soll ich das alles unter einen Hut kriegen? Und mit Torben und mein Zimmer ist doch eigentlich viel zu klein, oder? Oder, ach, egal. Das wird schon, Cassie. Mach dir mal nicht so viele Sorgen. Okay. Guten Morgen! Na, Schatz, hast du gut geschlafen? Mua, heute ist der Tag! Oh mein Gott, ich freue mich! Ja, guten Morgen. Ja, ich habe gut geschlafen und du? Also, du hast auf jeden Fall anscheinend gut geschlafen, weil du hast echt geschnarcht. Aber ja, heute ist der Tag. Oh mein Gott, ich kann gar nicht glauben, dass wir das jetzt hier alles machen, also diesen Schritt eingehen. Also du vor allem. Na, hör mal, Schatz, ich habe dir das doch gesagt und ich freue mich. Endlich können wir zusammen sein. Mit meinem Job habe ich alles geklärt. So, ich meine, ja, ich komme alle paar Wochen mal rüber. Das ist kein Ding. Die zahlen mir auch zum Teil das Ticket. Also von daher, easy peasy. Und die Wohnung hier, ach, da organisiere ich jemanden. Da kann ja ab und zu jemand hier sauber machen, Blumen gießen und so was. Das läuft schon. Und ja, meine Sachen habe ich gestern schon gepackt. Also, wenn es nach mir geht, können wir losgehen. Ich meine, wir können ja schon mal zum Flughafen fahren. Nicht, dass wir im Stau sind und den Flieger verpassen. Das wäre doch mies, oder? Ja, da sagst du was. Das wäre wirklich mies. Okay, dann mache ich mich mal fertig. Oh, wow. Das ist echt aufregend und irgendwie total verrückt. Aber ich freue mich auf dieses Abenteuer. Das ist wirklich, wirklich ein Abenteuer. Ach, ich freue mich wirklich total darauf. Endlich ziehe ich mit einer Frau zusammen. Hätte ich irgendwie niemals gedacht, aber Cassie ist auf jeden Fall die richtige. Ach, köstlich. Und da lasse ich doch gerne alles mal stehen und liegen. Nee, ganz ehrlich, ich bin sowas von bereit. Bereit, bereit. So, alles eingepackt. Ja, also von mir aus kann's losgehen. So, na dann mal los. Oh, hey, du bist ja schon fertig. Ja, das kann man so sagen. Ich warte schon eine halbe Stunde, aber alles gut. Bist du bereit? Ja, bin ich. Ich muss sagen, ich werde die Wohnung hier schon vermissen. Ich auch, bin ich ehrlich. Aber ich meine, wir können, wie gesagt, alle paar Wochen wiederkommen. Wir können am Wochenende mal kommen. Wir können Ferien machen. Ich freue mich aber ab in der Wärme. Ich meine, hier ist es ja schon ganz schön kalt. Ja, da freue ich mich auch. Okay, dann würde ich sagen, los. Ja, let's go. Also, alles eingepackt? Ja, alles dabei. Oh, es ist wirklich wieder sehr, sehr, sehr kalt. Okay, dann würde ich sagen, tschüss, Wohnung. Ah, vielleicht nehme ich meine Gitarre mit. Oder? Ja, doch, die brauche ich. Und los. Okay, hier sind wir nun. Also ich habe echt das Gefühl, als würde ich hier irgendwie mittlerweile leben am Flughafen. Ich bin ja irgendwie nur noch hier. Und das Wochenende ist wieder so schnell rumgegangen. Ich kann es gar nicht glauben. Tja, ich meine, es ist doch ein cooles Leben. Jet-Set-Leben halt. Ja, ich glaube auch. Aber jetzt, wenn wir zurück sind, also ich meine, muss ich erstmal da wieder so meine Schule machen und so. Also das heißt, ich werde erstmal jetzt, also auf jeden Fall nächste Woche nicht wieder zurückfliegen und die darauf auch nicht. Also vielleicht erstmal einen Monat Pause oder so. Ach. Easy peasy, alles gut. Du musst ja auch nicht immer mitkommen. So, lass uns mal gehen. Hallo, hallo, hallo. Hi. Du schon wieder? Sag mal, wie oft habe ich dich denn jetzt hier gesehen am Flughafen? Lebst du hier? Ja, kann man so sagen. Also, ich habe Ihnen ja beim letzten Mal schon erzählt, dass ich meinen Freund besuche und naja, jetzt fliegen wir halt zusammen zurück. Also, genau. Yep, ich ziehe nämlich mit meinem Schatz zusammen. Aha, das hat mich jetzt eigentlich nicht interessiert, aber egal. Wie auch immer, einmal das Ticket. Ja, das ist das Ticket für uns beide. Ah, ein Partnerticket, alles klar. Ja, guten Flug. Danke. Komischer Typ. So, Koffer 1. Zwei und drei.
Okay, dann mal los. Wie lange sitzen wir denn hier schon? Ich hab Durst. Bitteschön. Hey, danke. Ach ja. Oh Mann, mir ist irgendwie warm und ich bin irgendwie ganz schön nervös. Ich weiß gar nicht warum. Nervös? Vor dem Flug oder was? Hast du Flugangst? Nein, ich habe keine Flugangst. Es ist, ich weiß nicht, vielleicht, weil ich weiß, dass Veränderung jetzt eintritt und auf mich zukommt. Ich meine, aber ich freue mich natürlich, dass ich jetzt mit dir zusammen zurückfliege und das ist, also, naja, also, wir sind ja erstens noch nicht zusammen so richtig geflogen und es ist, also, wir fliegen ja nicht einfach so zusammen, sondern du ziehst halt zu mir. Also, weißt du, es ist schon eine große Veränderung. Das stimmt, Schatz. Und wie schön klingt das, ich zieh zu dir. Ach, ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Okay, Hey, hier gibt's ja voll die Snacks. Hast du noch Bock, irgendwas zu essen? Danke, nein. Ich habe nicht so Hunger. Mir ist ein bisschen schlecht, aber im Flugzeug gibt's auch was zu essen. Glaub mir. Oh, na dann, bin ich bereit für den Flug. Ah, ich bin froh, dass ich den Fensterplatz habe. Ja, das ist immer cool. Und, ah, hier gibt's ja was zu essen. Oh, ich nehme mir mal, das sieht ja wirklich lecker aus. Was hättest du denn gern? Ich nehme mir mal, hallo, geht das irgendwie mal auf? Ich nehme mir das. Hier, ich bring dir auch so ein Ding mit. Bitteschön. Danke, aber da ist doch gar keine Selbstbedienung. Ich meine... Tja, jetzt schon. Ich nehme mir halt, was ich will. Okay, gefällt mir die Einstellung. Dann guten Appetit. Mh, lecker. Bin ich froh, dass wir angekommen sind, endlich. Ja, war aber ein chilliger Flug und ich bin aber jetzt auch ein bisschen müde, aber irgendwie auch wach. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, wo geht's jetzt hin? Naja, erstmal natürlich willkommen hier. Ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt erstmal ein Taxi und fahren nach Hause, oder? Vielleicht können wir uns noch was bestellen oder so, aber ich bin jetzt auch ganz schön K.O. und vor allem muss ich auch morgen wieder zur Schule. Ach ja, habe ich voll vergessen mit der Schule. Ja, okay, dann fahren wir mit dem Taxi. Ich meine, wir können auch laufen. Wie weit ist denn das? Laufen? Wir haben doch das Gepäck. Also ich meine, ja, ich habe nichts gegen Laufen, aber das ist schon wirklich ein Stück entfernt. Naja, ich dachte vielleicht die Beine vertreten, aber wenn das ein Stück entfernt ist, dann lass uns ein Taxi nehmen. Geht auf meinen Nacken. So, ach, ich war jetzt echt lange nicht hier. Na, da bin ich doch mal auf dein Zuhause gespannt. Ja, oh mein Gott, warte mal, ich habe ja Post. Oh, Mist, ich habe vergessen, was zu zahlen. Ja, oh mein Gott. Ja, okay. Das fängt ja schon mal gut an. Ich guck mir das morgen an. Hupsala. Ach, hier ist ja noch was und... Oh, verdammt, ich habe vergessen, die Stromrechnung zu zahlen. Ach, Schatz, was machst du denn? Was bist du mir denn für eine? Wir zahlen das morgen, damit das beglichen ist. Und wenn du kein Geld hast, sag einfach Bescheid. Ich kann das doch für dich übernehmen. Ich meine, ich wohne ja jetzt bei dir. Ja, stimmt. Hey, ich meine, es ist eigentlich voll gut, wenn er die Stromrechnung zahlt. Dann, naja, dann muss ich sie zumindest nicht zahlen. Das wäre natürlich super lieb, Schatz. Also ich, okay, lass uns doch erstmal reinkommen. So. Also, willkommen in meinem Zuhause. Da bin ich ja mal gespannt. Oh, wow. Ja. Also, es ist klein und halt ziemlich mädchenhaft, würde ich sagen. Wow, 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 wow. Das ist ja verdammt mädchenhaft hier. Also, okay, wow. Du bist ja wirklich eine Prinzessin. Ich hab's doch immer gewusst. Ja, danke. Kann man so sagen, ja. Okay, ja. Ich meine, das ist jetzt also mein neues Zuhause. Entspannt. Ich meine, hier lässt es sich doch leben. Ja, also, es könnte vielleicht ein bisschen, naja, eng werden. Also, zu zweit, es ist halt hier so mein kleines Mini-Apartment, aber für mich reicht's natürlich vollkommen. Und... Weißt du was? Ich lieb's. Und Cola hast du auch direkt am Start. Ich bin vollkommen zufrieden. Ist natürlich wirklich ein bisschen kleiner als meine Wohnung, aber ist doch super. Dann haben wir das als Ferienhaus und können da jederzeit wieder, Urlaub machen, wenn wir wollen. Ja, das stimmt. Ich kann es noch gar nicht glauben, dass wir jetzt hier sind. Ich freue mich auf jeden Fall richtig darauf, die Zukunft mit dir zu verbringen. Ich freue mich auch. Ich bin echt gespannt und ich freue mich, dass du hier bist. Okay, dann mal gute Nacht, Schatz. Gute Nacht. Warte, welcher Tag ist heute? Und oh mein Gott, ich habe ganz vergessen, dass Torben hier ist und jetzt hier wohnt. Wow, ich habe einfach, also überhaupt, dass ich einen Freund habe, aber dass er jetzt hier wohnt, das ist echt alles ein bisschen schnell gegangen. Aber ich musste ja jetzt zur Schule gehen. Oh mein Gott, ich bin so verwirrt. Okay. Oh, guten Morgen, Honey. Hey, gut geschlafen? Ja, habe ich, danke. Und wie sieht's mit dir aus? Hast du gut geschlafen in dem Bett? Ich habe super geschlafen. Ist zwar ein bisschen klein, aber dann können wir mehr kuscheln. Also, ich find's super und fühle mich hier super wohl. Ach ja, wieso hat da nicht der Wecker geklingelt? Ach so, wollen wir frühstücken gehen? Was machen wir heute? Ich würde natürlich gern mit dir frühstücken, aber ich muss doch zur Schule. Ach ja, da war ja was, Schule. Aber wann musst du denn da sein? Naja, der Unterricht fängt in... einer Stunde an. In genau einer Stunde. Ja, dann hast du noch genau eine Stunde Zeit. Eine Stunde Zeit für uns, um zu frühstücken, oder? Naja, also nicht so wirklich eigentlich. Ach komm, Schatz, ich lade dich ein. Ich meine, auf einen Kaffee, Kakao, Cappuccino, Matcha Latte oder was man so trinkt. Ja, heiße Schokolade, da hast du mich. Aber ich meine, ich muss halt wirklich pünktlich sein.
Du bist doch pünktlich, Schatz. Komm, lass uns frühstücken gehen. Ich meine, ich bin gerade erst aufgewacht, habe meine Augen geöffnet, aber komm, ich will mit dir frühstücken. Okay. Oh, das ist echt so lecker hier und ich liebe Croissants. Ich habe lange keins gegessen. Ich auch nicht und es war doch eine super Idee, hierher zu kommen, oder? Ich meine, man muss doch auch mal richtig frühstücken, bevor man, naja, arbeiten kann und so, weißt du? Ja, das stimmt. Bevor man zur Schule geht, meinst du, in meinem Fall, ja. Oh mein Gott, das ist so lecker. Oh, das ist die beste heiße Schokolade, die ich jemals getrunken habe, glaube ich. Wusste ich gar nicht, dass das hier so lecker ist. Also, mir schmeckt's auch. Ach, einfach herrlich. Sag mal, wie spät ist es eigentlich? Es ist jetzt 9.25 Uhr. Bitte was? Es ist 9.25 Uhr? Oh mein Gott, ich meine, der Unterricht hat auch um 8 Uhr angefangen und ich sitze hier und esse gemütlich mein Croissant. Also, ich muss jetzt wirklich los. Ach, Schatz, beruhig dich doch. Ich meine, warten die da nicht auf dich in der Schule? Auf mich warten? Dein Ernst? Also, natürlich warten die aber doch nicht mit dem Unterricht, bevor die beginnen. Fakt ist, ich bin zu spät. Ich muss jetzt wirklich los, Schatz. Okay, alles gut. Dann sehen wir uns heute Abend. Oder Mittag? Hast du Lust, Mittagessen zu gehen? Nein. Also, das wäre natürlich cool, aber ich kann doch nicht. Ich bin in der Schule. Also, es tut mir leid, wir sehen uns später, okay? Ich melde mich. Ciao. Okay, wenn sie sagt, sie ist in der Schule, dann komme ich halt eben zu ihr.